Ich habe für dich hier die CC Cream und wenn du das No-Make-Up-Make-Up liebst, also sprich, wenn du gerne so aussiehst, als wie wenn du überhaupt kein Make-Up trägst, aber eine absolut perfekte Haut haben möchtest, dann ist die CC Cream das absolut Richtige für dich. So, ich zeige dir jetzt, wie viel du brauchst, beziehungsweise mit wie viel du anfangen solltest. Meine Devise ist, lieber erstmal weniger und dann nochmal nachtragen, als gleich mit zu viel CC Cream anzufangen. Ich habe hier natürlich auch, das kommt ja bei uns immer mit dabei sozusagen, den Bufferpinsel, mit dem es sich super schön, also mit dem sich die CC Cream super schön auftragen lässt. Und zwar nehme ich jetzt mit dem Bufferpinsel die CC Cream von meinem Handrücken und trage sie in Form eines Tees auf das Gesicht auf. So, und wenn ich jetzt nun die CC Cream auf die T-Zone aufgetragen habe, dann verblende ich jetzt von innen nach außen die CC Cream und erreiche damit ein ganz schönes, natürliches Ergebnis. Und es ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die CC Cream ganz gleichmäßig über das Gesicht verteilt ist, weil ihr werdet sofort jetzt auch schon bei mir sehen, dass das Hautbild ganz wundervoll ausgeglichen wird und vor allem, ganz besonders wichtig für das No-Make-Up-Make-Up, die Haut sieht einfach ganz frisch und ebenmäßig aus und hat einfach einen wunderschönen, ganz leichten Glanz. Und auch wenn die CC Cream eine ganz leichte Form der Foundation ist, ich sage eigentlich ungerne Foundation, weil die CC Cream ist wirklich keine Foundation, das ist eher eine Color Correcting, also eine farbausgleichende Creme, ist es aber trotzdem, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr auch darauf achtet, dass die CC Cream natürlich auch ganz klar hier über diese Zone drüber gezogen wird mit dem Bufferpinsel, damit wir einfach sicher sein können, dass das Ergebnis so aussieht, als würden wir gar kein Make-up tragen. So, und wenn dann die CC Cream richtig schön gleichmäßig über das gesamte Gesicht verteilt ist und du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann stellt sich natürlich jetzt noch die Frage, welcher Ton ist denn eigentlich deiner? Ist das Porcelain oder ist das Medium? Und da kann ich dir einfach nur Folgendes zu sagen, wenn du so hell bist wie ich, dann ist auf jeden Fall Porcelain für dich der richtige Ton. Und wenn du leicht dunkler bist, dann auf jeden Fall Medium. Aber das Schöne an der CC Cream ist ja auch das, die passt sich einfach ganz natürlich deinem Hautton an. Also probier es einfach aus und vielleicht mischst du auch beide Farben oder verwendest den Medium-Ton zum Konturieren. Also ja, du bist auf jeden Fall bestens versorgt mit diesen beiden Farben und Mix and Match. Versuch's einfach und probier es einfach aus.